Bin ich müde heute, aber ich werde heute meinen Dienst nicht verweigern, so wie es gerade viele DHL-Botendienstler tun. Die möchten nämlich die Samsung Galaxy Note 7 Geräte nicht abholen, weil diese ja brandgefährlich sind. In der Beta von iOS 10.1 gibt es jetzt nun den versprochenen Porträtmodus des iPhone 7 Plus. Und liebe O2-Kunden, aufpassen, eure Daten werden künftig an Dritte verkauft. Sehr gefährlich, jetzt alles bei tagtäglich. Es ist der 22.09.2016. Ich bin Marco und freue mich wieder, dass ihr dabei seid. Ja, ich bin's wieder mal heute. Amir hat sich da mal schnell aus der Affäre gezogen. Ich darf euch berichten über brisante Neuigkeiten zum Galaxy Note 7. Lange ist ja schon so bei uns im tagtäglich das Thema, dass niemand so wirklich sein altes Galaxy Note 7, das ja brandgefährlich ist, austauschen lassen will. Jetzt wissen wir zumindest einen Grund, warum das nicht passiert, nämlich DHL und andere Botendienste weigern sich tatsächlich, diese Geräte abzuholen. Der Grund klingt sehr plausibel, die haben einfach Angst, dass diese Geräte im Kleinbus oder im LKW explodieren könnten, und Samsung bräuchte für den Transport dieser Geräte auch eine Sondergenehmigung, haben sie nicht. Bestrebt sind sie auch nicht, da so eine zu bekommen, deswegen gibt es da im Moment auch keine Lösung. Das heißt, viele Kunden sind betroffen, melden sich gerade in Foren zu Wort und sagen da, ja, ihr Galaxy Note 7 wurde einfach nicht von DHL abgeholt, oder noch schlimmer, es wurde abgeholt, aber dann ab einem gewissen Transportpunkt nicht weiter transportiert. Wenn das bei Samsung nicht ankommt in der Zentrale, bekommen diese Kunden auch kein Ersatzgerät, also doppeltes Malheur. Samsung hatte, wie gesagt, keine Lösung gerade parat, sagt aber, es sind im Moment nur wenige Kunden betroffen, was ich für ein ziemlich schlechtes Argument halte. Aber nicht nur, vielleicht zum Trost, nicht nur in Deutschland sind Kunden davon betroffen, sondern auch in den USA gibt es ähnliche Fälle mit FedEx und Co. Wer da Probleme hat, sollte sich definitiv an Samsung wenden. Nur 1&1 Kunden haben es gut, die bekommen von 1&1 sofort ein Austauschgerät. Weniger gefährlich sind ja die aktuellen iPhones, oder zumindest gibt es ja noch keine Probleme damit, und Apple hat ja beim iPhone 7 Plus versprochen, dass es da einen Porträtmodus gibt, also einen Modus, in dem sozusagen das Gesicht scharf gestellt wird und der Hintergrund sehr blurry, also so unscharf dargestellt wird. Und diesen Modus gibt es aber in der aktuellen iOS Version 10 noch nicht, wohl aber dann in 10.1. Da gibt es jetzt die erste Beta, die erste Nicht-Public-Beta, muss man dazu sagen. Und Entwickler sprechen da schon mal über die neuen Features, und da ist da tatsächlich der Porträtmodus integriert. So funktioniert das, vor allem diese Weitwinkellinse, also die zweite am iPhone 7 Plus, für das Porträt zuständig ist, und die andere misst dann die Entfernung von Gesicht zum Hintergrund, und somit kann das iPhone berechnen, welche Ebene sozusagen scharf gestellt wird und welche Ebene unscharf dargestellt wird. Das Ganze ist also nicht nur so ein normaler Weichzeichnungs- oder Gauscher Weichzeichnungsfilter, wie das eben viele Apps verwenden. Und wir können uns freuen, dann in der nächsten iOS-Version dieses Feature beim iPhone 7 Plus nur begrüßen zu dürfen. Wer ein neues Notebook sucht, ein neues Premium-Notebook zu einem ganz oder ziemlich attraktiven Preis, würde ich sagen, der kann sich mal da auf giga.de/Windows schlau machen. Nämlich Medion hat verkauft ab heute sein neues Akoya S3409 Notebook. Das haben wir uns auf der IFA angesehen. Das war auch sozusagen das Flaggschiff von Medion in der Notebook-Sparte. Und das verspricht schon einiges. Also Intel Core Prozessor der 7. Generation, genau gesagt der 7500U Prozessor ist dort verbaut, verspricht ordentlich Leistung. Dazu gibt es 8 GB RAM und eine ordentliche 512 GB SSD-Festplatte. Und ich habe schon gesagt, attraktiv natürlich auch der Preis. Und der beläuft sich auf 1000 Euro knapp. Ist schon ein guter Deal für so ein Notebook. Das ganze Notebook besteht aus Aluminium. Aluminium Unibody, wenn ich das richtig gesehen habe. Und also auf jeden Fall Premium-Materialien. Gibt es mit einem Full-HD-Display und einem Display mit 3200x1800 Pixel Auflösung, also noch eine Spur besser. Da zahlt ihr aber auch nur 100 Euro Aufpreis drauf. Bisschen nicht so toller Akku mit 7 Stunden Laufzeit, aber ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, wenn ihr ein neues Notebook sucht. Und jetzt ein wichtiger Hinweis an alle O2-Kunden. O2 möchte in Zukunft
eure Nutzungsdaten verkaufen, und zwar an Dritte. Die haben was davon, indem sie sozusagen sehen, wo ihr gerade unterwegs seid. Gerade Kaufhäuser können das ganz gut nutzen, wenn die wissen, okay, die Kunden kommen hier rein, bewegen sich zuerst dorthin und dorthin, um sozusagen die Laufwege der Kunden im Kaufhaus tracken zu können. Und diese Unternehmen wollen eben O2 diese Daten jetzt abkaufen. Es gab da schon mal einen relativ großen Skandal mit O2, mit Nutzungsdaten. Und jetzt hat O2 gesagt, man will sich da jetzt nicht nochmal die Finger verbrennen und wird das in einem 3-Schritte-Anonymisierungsverfahren jetzt dicht machen, also das heißt, dass da keine Kritik mehr kommen kann von irgendwelchen Datenschützern. Also die Daten sollen auf jeden Fall anonymisiert verkauft werden, und der Kunde kann schlussendlich dann auch selbst entscheiden, ob seine Daten verkauft werden. Der Clou an der ganzen Sache ist nur, wenn er dazu stimmt, bekommt er von O2 diverse Rabatte oder Angebote oder Vergünstigungen auf eure Grundgebühr. Ob ihr das wollt oder nicht, wie gesagt, ihr könnt es hoffentlich in Zukunft selber entscheiden, nicht, dass dann schlussendlich rauskommt, dass O2 die Daten sowieso verkauft. Gut, das war's von mir heute. Alle Infos findet ihr und alle Artikel dazu findet ihr, wie gesagt, auf giga.de. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, kommentiert es, abonniert es, und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.